Das Wendewaffeleisen von Petromax. Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Herzlich willkommen hier in unserer Jotte. Ich habe heute, wie im letzten Video angekündigt, das Wendewaffeleisen von Petromax dabei und möchte es einfach jetzt gern mal ausprobieren. Vielleicht ein Wort vorneweg. Es hat diesen kurzen Griff hier, wie jetzt auch die neue Sandwich- und Waffeleise. Damit ist es relativ handlich und es ist eben zum Aufklappen und kann in der entsprechenden Halterung einfach schön hin und her gedreht werden. Vom Muster her, um das einfach mal auch deutlich zu zeigen, es ist eben diese klassische Herzchenform, wobei es etwas kleiner ist als jetzt so bei so einem elektrischen Waffeleisen. Und auch, ich habe den Eindruck, dass die Waffeln etwas flacher wäre. Das werden wir einfach dann aber beim Ausprobieren auch sehen. Mit dem Waffeleisen kommt der Aufsatz hier und der passt wunderbar auf den Atago drauf. So, hier, da verrutscht nichts, da fällt nichts rein, das passt. Und hier kann ich dann das Waffeleisen einsetzen, kann es eben auf beide Seiten drehen, kann es aufklappen und da ordentlich mit arbeiten. Und wenn es so ein bisschen üben müssen, ist einfach, wie viel Hitze braucht dieses Waffeleisen. Dazu zünden wir jetzt erstmal den Atago an und dann schauen wir. Da sieht man jetzt schön, dass die eine Seite etwas heißer ist wie die andere. Aber das können wir regeln, indem wir einfach ein bisschen drehen, dann kriegen wir die andere Seite auch noch warm. So, und jetzt kommt der spannende Moment, wo wir hier ein bisschen Teig einfüllen, mal nicht allzu viel, dass wir sehen, was passiert, und zumachen und abwarten.
So, jetzt riskieren wir einen Blick und gucken mal da rein. Aber das sieht doch schon ganz hervorragend aus. Ein bisschen mehr Teig kann rein, der hat also Platz und noch ein bisschen Farbe. Wir können jetzt auch mal auf der anderen Seite spiegeln, also auch so kann ich es zumindest provisorisch aufklappen. Und das sieht doch wunderbar aus. Nochmal zurück. Und hier geguckt. Ah, ich glaube, die ist fertig. Dann holen wir uns die Waffel doch hier mal raus. Gucken mal, wie die so ist. So, sehen wir die mal. Die andere Seite. Die sieht hübscher aus und ich glaube, wir brauchen einfach jetzt die entsprechende Menge Teig und dann funktioniert das wunderbar. Ein bisschen Puderzucker drüber und sehr lecker. Ihr seht, auch ohne große Übung werden die Waffeln aus dem Petromax Wendewaffeleisen wunderbar. Also es war jetzt fast die richtige Menge Teig bei unserer zweiten Waffel schon. Und auch die Bräunung ist wunderbar. Das heißt, ich kann hier im Atago die Wärme für die Waffeln auch gut reguliere, ich kann gut wenden, also es ist sehr gut steuerbar. Viel Hitze braucht es nicht. Also da liege jetzt, ich zeige euch das kurz. So, das ist gerade alles, was wir an Holz im Atago drin haben. Das heißt, es ist eine sehr sparsame Geschichte. Zwei, drei von dieser kleinen aufgespaltenen Scheide reichen schon wunderbar, um das Waffeleisen auf die richtige Temperatur zu bringen. Ich denke das Gleiche, wenn man jetzt ausdauernd Waffeln machen möchte, dann kann man den Atago einfach auch mit Briketts bestücken und kriegt so eine noch gleichmäßigere Wärme hin für seine Waffeln. Ja, ich wünsche euch einen guten Appetit. Überlegt euch, was ihr auf die Waffel drauf haben wollt. Puderzucker, Nutella, Sahne, Kirsche, Vanillesoße, kann man alles mögliche draufpacken. Bis dahin sage ich Dankeschön, euer Ralf von Jörteland.